wirklich deplaciert gewircht weil Luschwätz man nämlich über Friedefeier des Jahr bei National Feier daran am Ernie Hammes. Zielen Nummer gab's mal so viel Talkshow Erfahrung. Oh ja. Das hat bei uns vom CD könnt das kommen beim Felix Live. Einer der anderen ist der Trompet von Ernie Hammes. Voilà. Hau dacht ich, dass die vier Runden für National Feiertag, das ist dann also auch um den Moment vom belebten traditionellen Friedefeier an der Stelle, Friedefeier und Musik wieder wirst, und Musik erst das Kehr vom Ernie Hammes. Da gibt es zwei mögliche Reaktionen. Kennt ihr so einen Schonneren? Das geben die so, die sich erinnern, dass das letztes Jahr auch schon so war. Eine Reaktion, aber die kehr hoffentlich da wirklich. Ja. Das sind die Leute, die da waren am Neistehren. Du hast ziemlich alles schief gegangen. Aber alles, alles was kommt schief, wenn alles schief gegangen. Ja. Ja. Durch einen ganz typischen Fehler. Ja, durch, also fangen kann an. Ich meine, alle kann face, wenn du einen CD-Player hast, lesen auf dem Tisch und du schlägst mal auf den Tisch, dann springt ein CD. Ja. Und die Herren von der Soundfirma, die stungen mal den Kabinett an einem CD-Player auf der Brick. Und ja, ich meine, sobald die dich knupperten, dann ziehen wir die Nationen. Sobald die Last gegangen sind, war fertig mit der Musik. Yeah. Also die ersten 15 Sekunden, da war schon bald ein Herzinfarkt gemäht. Du fragst, der Riecher. Ja, also, da ist am nächsten... Warst du dann da? Ich war da. Ich ja, der Leiter kann, der sieht da stehen und denken, dass kein Mensch den denen Leid so geht, soll direkt. Ja, ja. Das ist schon auch mitzupacken. Das ist richtig. Nee, nee, du sagst mir, da bist du drin, ne? Und dann geht das durch Technik. Weiß schon so oft auch auf Konzerten, das leider ganz oft für Techniker der ganze Konzert. Boah, wie soll ich das noch mal so? Also, ja. Ja, ich hoffe, das Mikro läuft nicht, weil bis du hast ja aber gut gelernt. Die Stadt Luxemburg oder wie bezielt wird nach dem Geschenk auf jeden Fall für so gespürt. Ja, das ist richtig. Weil Stickfäscher komponiert hat ja. 2008. Natürlich das der, was das letzte Jahr. Genau der. Das letzte Jahr schon prägt, weil wir was trainieren. Du hast von den 15 Minuten, die sollte sein, wirst du vielleicht am Ganzen, wenn du all die kleinen Extrem zum Raschen vielleicht eine Minute teuren. Ja, wenn es gut geht. Also, der Danat war viel besser, was zu kommen. Ne? Nee, also für die, die das zu ergeben. Ja. Ist das schon gelöscht? Weil du hast gerade schon viel drin. Demons konnte ich das noch nicht löschen, weil ich glaube, für CD noch nicht. Das ist richtig. Die geht der Wallo. Die heißt Fred auf Heier. Das ist noch ziemlich frisch und du hast Musik drauf. Kann ich sich also sicherheitshalber nicht mehr gedurcht, das ganz auf den iPod löden, den dann mal dann Sterthöhle für die Frau. Ich finde, das geht nicht an der Wohnung. Du kommst schon an der Wohnung, ich gucke, wie es also, da okay. Ist. Gut. Wie schreibt denn eigentlich Musik für Friedefeier? Gehen du Direktiven? In diesem Fall waren keine Direktiven. Ich meine, das ja war schon oft, dass der Friedefeier gesagt ist. Sie wird für Neujahrstag oder so, auch größere Sachen im Fernsehen. Du hast ja ein Vierstang, wie es soll klingen. Yeah. Schon für mein Teil. Genau, ja, wie müsste das mal jemand viel Effekter, Lewis-Passagen, viel Fast-Passagen springen? Lewis-Passagen ist dafür die Shape Wasser. Voilà, für das Wasserfallen, das ist ja auch der Fall, man denkt ein Stück. Und dann ist aber auch viel Effekter mit Perkussion und Trompeten, du kannst immer viel machen. Yeah. Und du für ein Stück gesagt, dann bist du evaluiert, okay, wo ist ein Höhepunkt, wo ist. Wo sie den Wasserfall wollten. Das finde ich so ein von einer Mütze. Ja. Bei 7-8 Minuten, du sollst dann den Wasserfall sehen. Und du bist mir ruhig. Vom Rest hier während. CD, einerseits also die Musik vom Friedefeier, das dauert rund 20 Minuten. Sind also noch andere Sachen drauf. Ja. Ne? Zum Beispiel der Tightnaps ganz ähnlich. Ich möchte kurz ein bisschen ran. Das ist ein klassischer Konzert auf einen gewissen Fasch. Ohne Tee. Ja. Und das auch ein bisschen, ja, Brass, oder wie nennen wir das? Ja, das Blaschblusmusik, der teilweise immer mit der Militärmusik zusammen, mit einem kleinen Ensemble von der Militärmusik. Weil, auch die anderen Sachen sind, dass wir das mit der Militärmusik zusammen. Der Militärmusik, von der Ernie Hammes hier ein eminenter Member ist, wie wir wissen. Aber wenn wir schon bei der Militärmusik sind, hier doch eigentlich eine Big Band, die Ernie Hammes dirigiert, und dafür der Stolen auch sehr Reklame für einen zweiten CD. Weil ja, den hast du noch wodlösch. Die passende rauskönnt. Voilà, den hast du noch ganz neu, also wenn es noch gut ist, du meinst, du könntest nächsten, voilà, du meinst, und geschafft da, dass die neue CD von der Big Band von der Militärmusik hat ganz flotte Sachen drauf, Jazz Don, deren auch mit Gesang, in anderem dem Marion Welter, was Matt singt als RVD. Und dann Glenn Miller,
Medley, wo man zusammen gestalt hun. Also ich gebe so, da wäre für alle auch nicht Jazz-Freak-Ups dabei, okay. Viel zu lauschen. Ernie Hammes, das hat den Länge aus den zwei CDs raus, ganz vielseitigen Trompetist, doch dafür viel gelöst an den Kritiken. Jazz spielst du ja auch nach. Und da gibt wirklich keine Präferenz zwischen den verschiedenen Genres. Nee, schon irgendwann angefangen, mehr Jazz zu machen, mehr in den modernen Bereich zu gehen und so kann es nennen. Für was, weil ich einfach eine Bühne mit ich will spielen und auf einer Bühne stehen und es nur just klassische Musik muss, dann ist es sehr rüber. Oder du bist wirklich in einem Orchester, aber du musst auch just in die Richtung von Orchestermusik. Und das wollte ich einfach nicht. Und dann habe ich klein angefangen, als 13-Jährigen bei einer Big Band auszuhelfen, keine Ahnung, von Tuten und Blosen, von Jazz. Das ist doch schlecht, wenn ihr Trompett spielt. Ne? Also, okay, von Blosen, so hat Sparling, okay, ich fand da wenig Ahnung zu kriegen. Aber ich wusste gar nicht, was nach kurz wie was Jazz wie. Also, ich hatte just eh vier Teil schon mir gespielt für die anderen. Ja. Das war meine Passion für die Noten zu spielen. Das war der Dänisch, was die Zeit kommt. Und das wird aufgebaut an mein Kenntnis vom Jazz, und ein bisschen abgebaut, sie sind nur ein bisschen. Ja. Und da gibt es noch ein Facette von Ernie Hammes, die mir jetzt noch mal bekannt ist, auch schon so auch lo.